Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu einem neuen Box-Opening von einer Mystery-Box, nämlich der hier, weil die ist neu und das ist so spät, weil die Box erst heute gekommen ist. Dumm, wir haben den 30.03. und die Box ist erst heute gekommen. Dumm. Unkotzt, wie kann man so spät sein? Time is money. Auf jeden Fall, die Box wurde normal bezahlt, alles am 6. und die kam jetzt am 30. Ich bin gestern nach Hause gekommen, ich war erstmal todkrank, richtig todkrank. Und dann gucke ich im Briefkasten, DHL war nicht da. Boah, da war ich traurig. Ja, da habe ich den gestern geschrieben, dass meine Box nicht da ist. Und dann muss ich sagen, da sind die guten Jungs. Haben die schön mir zurückgeschrieben innerhalb, ich glaube, von 10 Minuten. Die meinten, ja, anscheinend ist die Box verloren gegangen. Wir schicken eine neue raus. Da dachte ich mir, ja, klar. Kriegt euch zwei Boxen, ne? Bam, stehe ich heute gemütlich auf. Ist der Postbote an der Tür, hatte so eine fette Box für mich. Das ist mir ja alles klar. Ist halt ein bisschen spät gekommen, aber ist gekommen. Egal. Langer Brei, kurze Rede. Ich würde sagen, wir öffnen den Bastard. Der ist noch zu. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Da ist noch das Siegel. Das Jig Fuel Siegel. Ich höre hier mein dickes Teppichmesser, Rasiermesser, wie ein gewisser Abdi sagen würde. Mach den Hurensohn auf. Das Ding ist, das Paketchen, hier ist dann noch das Paket vom February. Das ist das von February. Und das ist vom März. Digga, das vom März ist richtig heavy. Da ist richtig viel Stuff drin. So. Wie machen wir das jetzt? Shit. Warte, wir öffnen den erstmal so dezent, um zu gucken, dass der nicht booby-trapped ist. Dass da keine Bombe drin ist. Ah, shit, den macht man so auf. Warte, wollt ihr das sehen? Ja, ihr wollt das sehen, bestimmt, wie ich ihn opene. Okay, perfekt. Warte, Mikrofon ein bisschen zur Seite. Ah, okay. Shit, what the fuck? Okay, jetzt. Da haben wir hier wieder unser schönes, fettes Geschenkpapier. Ich muss es ein bisschen clear machen, damit ich das hier alles rausholen kann. Scheiße, Mann, ich habe keinen Platz hier. Ich sehe schon nackte Menschen. Download Game Content. Shit. Immer Download Game Content. Okay, wir können wieder ein Spiel runterladen für $10. Das heißt Dino Side. So, ich glaube, jetzt in dem Video sieht man die Sachen auch richtig rum, weil im alten Video, da war ich ein bisschen stupid und da hat man das nicht richtig gesehen. Das ist sogar zugeklebt, damit keiner den Code klaut. Wo ist hier mein Rasierding? Ihr wisst schon. Bam. Oh shit, ich sehe schon, es gibt ein T-Shirt. Holy, ich muss aufpassen auf den Code. Was ist das, Mann? Boah, eine Karte, Alter. Die kann ich mir aufhängen und dann finde ich One Piece. Okay. Richtig. Oh, da war der Gamecode. Habt ihr den Gamecode gesehen? Kann sein, aber den habe ich ihr schon eingegeben. Bevor ihr irgendwas klauen könnt. Okay, man kann Dinos reiten. Und das ist auf Steam. Gucke ich mir mal an. Und das kostet 10 Bucks. Holy shit, hier ist irgendwie... Oh shit. Da ist irgendwas rausgefallen. Da ist das rausgefallen. Das ist bestimmt ein Poster, das machen wir später. Okay, wow, was ist das? Das ist ein Batman für Superman Item. Da steht eine... Das ist eine Vinylfigur. Okay, dann öffnen wir den Bastard mal. Fuck! Shit.
Holy fuck. Alter, das ist wie so ein Zauberwürfel, das hier aufzumachen. Fast. Fast wie ein Zauberwürfel. Sogar noch einen schwarzen Sack eingepackt, damit ihn auch keiner sehen kann. Dass ihn keiner sieht, den. Ich bin Hulk. Ich bin wie Hulk. Ich bin ein Monster, ich bin ein Tier. Schieb, was ist das denn? Leute, es gibt so coole Figuren, ne? So schöne Sammelfiguren hier. Hier sieht man, ein von 12 kann man haben. Hier, das sieht man hier nochmal, welche alles dabei ist. Autofokus, Bitch. Hat er Autofokus? Kann sein, egal. Egal, das ist auf jeden Fall Batman, Superman, Wonder Woman. Der andere Batman. Noch ein Batman. Noch eine Wonder Woman. Und so. Und ich? Ich kriege einfach, wisst ihr, wer das ist? Das soll bestimmt Aquaman sein. Der Hype ist huge. Aber egal. Ich stelle ihn mir auf. Seine Augenbrauen gefallen mir. Und sein Bart ist auch nice. Ich hätte mich mehr über Batman gefreut. Aber hey. 1 und 12. Ich habe halt verloren. Egal, wir machen weiter auf. So. Ah. Okay, hier ist das T-Shirt. Shit. Oh, das T-Shirt sieht aber auch geil aus, muss ich sagen. Ich glaube, das ist fett. Ah, das ist echt cool. Das ist echt, echt ein gutes T-Shirt, mal wieder. Das Ding ist, irgendwie sind alle T-Shirts schwarz. Also, ich hatte bis jetzt nur zwei. Aber keine Ahnung. Also das ist echt ein geiles Shirt, ne? Hier haben wir, da oben haben wir Superman, dann haben wir Batman, Wonder Woman, den Typ, den ich gerade gezogen habe, meines Erachtens. Wer ist der Aquaman? Und wer ist der letzte? Fuck, ich kenne mich so. Ich habe zu wenig Comics gelesen. Wisst ihr, wer soll der letzte sein? Der letzte sieht böse aus. Der letzte sieht aus wie ein Käfer. Keine Ahnung. Aber es ist ein cooles T-Shirt auf jeden Fall. Sweet Baby Jesus. Ja, das ist nice. I like this. Ich mag, die Figur ist eigentlich auch nice. So. Was haben wir hier? Stimmt, dieses Geekshow Magazine. Da habe ich jetzt herausgefunden, was das ist. Hier ist eigentlich der ganze hier steht der ganze Shit drin, der im fucking Päckchen auch drin ist eigentlich und noch ein bisschen Zusatzinfo, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen, da wir ja letztes Mal nicht wussten, von wo diese coole Mütze ist. Diese coole Mütze ist von der Serie Firefly, falls es euch interessiert. Und hier steht auch irgendwas zu den Spielen und irgendwelche fucking Collectibles noch. Wie man die, wo es die gibt oder so ein Scheiß. Guck mal, 220 Bucks. Holy shit. Da kommt so eine Dragon Ball Figur. Da. 90 Bucks. Kann man mal bestellen. Und das finde ich, boah, das sieht ja richtig geil aus. Wie holt man das da raus? Shit. Sogar Hardcover. Fuck! Für mich sehr schwer. Fuck, Mikrofon. Ich will es nicht kaputt machen, weil das so cool aussieht. Holy shit. Oh shit, da ist noch was drin. Oh mein Gott. Zu viel Shit, Leute, zu viel Shit. Oh shit, ich hab das Mikrofon berührt. Fuck. Okay, warte, wow. Wow, wow. Erstmal muss ich mir das Design angucken. Okay, das sieht schon mal sehr cool aus. Das spiegelt so. Aber es ist ein Hardcover-Book anscheinend.
Und holy shit, da draußen sind Pferde. Naja, egal. Und da sehen wir hier Stan Lee in einem schönen Cover. Und das ist so Holo, 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 Glitzer, Glitzer. Und hinten steht, ich glaube, um was es geht. Habe ich noch nicht geguckt. Und boah, das ist aber echt Hardcover, Leute. Ne? Das ist kein Witz, weil das kann man hier auch abmachen. Dann ist das einfach nur so. Aber ist egal, das Cover sieht cool aus. Sieht sehr, sehr hochwertig aus. Und wer will, kann sich da dran kleben. Aber das wäre dumm. Und wir sind nicht dumm, wir sind smart. Wir haben Schläue mindestens plus 10. Boah, was ist hier alles drin? Holy shit, hier sind 1000 Comics. Das ist ein richtig fettes Comicbuch. Ich glaube, über jegliche Marvel-Charakter und die Geschichte von Stan Lee, Peter David und Colin Doran. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hier sieht man auch nochmal das Cover. Und wenn man durchblättert, oh mein Gott, ich kann das jetzt so gut machen. Oder wir, warte, wir legen die Kamera hin. Stupid me. Schleue minus ein Punkt. Fuck! Das ist echt hart, sowas. So, dann haben wir das hier. Dann sieht man hier, hier hat man dann so ein, das ist so ein riesiges Comicbuch. Und ja, da kann man sich das gönnen. Boah, das sah ja auch cool aus, das Artwork von Spider-Man. Warte, wir zeigen das nochmal. Der ist für die Galerie. Hier zum Beispiel. Ja, keine Ahnung, was steht hier denn? Ich lese das mal kurz für mich. Okay, Marvel hat. Shit. Okay, Marvel hat Geburtstag gefeiert. 75. Anniversary hätten die. Hatten die. Hey. Ja, und Stan Lee sagt hier, dass der mäßig sein Leben in einen Comic eingebracht hat, beziehungsweise wie er es illustriert hat. Und der Comic ist pretty fucking long. Holy shit. Das ist echt, das Ding hat echt Value, glaube ich. Das ist nicht so mal so hingekackt und hingeschissen, wie in so auf so Zeitungspapier, wie zum Beispiel von der Bild oder so. Das ist richtig, das hat richtig Value, das Ding. Und das sieht auch noch richtig cool aus. Okay. Das ist sehr, sehr nice. Das ist Value Town. So. Dann haben wir hier, das haben wir, das haben wir. Und dann gibt es hier, genau davon habe ich geredet. Das ist so ein. So ein fucking, so ein Infozettel könnte man sagen. Ob auch wirklich alles in der Box war, glaube, denke ich mal. Und ein bisschen Werbung ist auch dabei. Und ja, bis jetzt alles in der Box drin gewesen, was drin sein sollte. Und das ist das. Das ist eine Variante von einem Zelda-Poster. Da wir ja wissen, Zelda wird huge dieses Jahr anscheinend. Wird super huge, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Twilight Princess Remake, fucking Hyrule Warriors für ein fucking Nintendo 3DS. Dann das ganz neue Zelda, der Remake, der HD Triple Remake. Okay, jetzt wollen wir nur hoffen. Das Ding ist, wir können grün oder rot haben. Und wir wollen grün. Wir hatten schon Pech mit Aquaman, obwohl Aquaman einen dicken Bart hat. Wir wollen grün, Bitch. Yes. Yes. Und da sehen wir. Okay, das ist ein bisschen geknickt und so, aber das ist normal, wenn das zusammengeknetscht ist wie so ein Burrito. Wir haben einen Link. Der sieht ein bisschen stupid aus. Naja, er sieht nicht stupid aus, er sieht ein bisschen so aus, so. Das ist eine Blume, die wie ein Herz aussieht. Und hinter ihm ist sein Fuck! Hyrule Shield und alles sieht ganz gut aus. Das ist. Fuck, was ist das für eine Größe? Das ist so. Ja, DIN A3 oder so. Vielleicht ein bisschen kleiner. Ist okay, ja. Ist cool.
kann ich mir aufhängen. Zum Beispiel neben mein Star Wars Poster oder so. Oder unter meine fucking da oben das. Das da. Da kann man sich das hinhängen. Schön. Und das war auch schon der Inhalt der Box, wenn mich nicht alles täuscht. Haben wir noch was vergessen? Ich glaube nicht. Oh, ach nee, das gehörte. Ja, doch, okay, das gehört auch dazu, so ein Gummiband. Da kann ich meine 200-Euro-Scheine mit zusammen dingsen. Wenn ich welche hätte. Aber ja, das war echt eine. Das war eine gute Box, auch wenn sie sehr spät kam. Aber endlich mal, das freue ich mich, glaube ich, am meisten. Weil solche Collectible-Figuren sind fucking sweet Baby Jesus. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bei der April-Box wieder. Und ich hoffe, die kommt nicht so spät, weil das wäre nicht best for business. Ja, ich wusste auch, woher diesmal alle Items kamen. Das war schön. Letztes Mal wusste ich das nicht. Und das T-Shirt ist auch sehr geil. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Shit!